So Leute, ich bin's mal wieder, ja, Flossy. Zurück bei Phoenix 2, der ist Tony und dieser Part ist komplett nachsynchronisiert, weil mein Programm irgendwie nicht aufgenommen hat. Also, falls ich mal irgendwas nicht hinbekomme, dann tut mir das sehr leid, weil hier ist ein komplett langer Dialog. Das ist ein Bootsverleih, nicht wahr? Oder wenn mal was zu lange dauert, dann tut mir das auch sehr leid, denn... ich kann ja nicht das nochmal so genau sprechen. Was reden Sie denn da? Das hier ist der Pasta-Palast, die Seenudel! Aber jetzt muss ich sagen, in letzter Zeit hat kaum noch jemand Spaghetti bestellt. Die ganzen Kids kommen immer und sagen, hey Alter, gib uns eins deiner Brote. Deswegen habe ich die Brote da draußen liegen. Die Jugend von heute versteht die, wer will. Ich bin auch ganz schön verwirrt. Nick, das führt doch zu nichts. Aber dieser alte Mann tritt morgen in den Zeugenstand, nicht wahr? Wir müssen einfach einen Weg finden, wie wir Informationen aus ihm rausbekommen. Da muss ich jetzt ein bisschen untersuchen. Ich hatte da keine Ahnung, was ich tun musste. Ich glaube, ich untersuchte alles Mögliche in seinem Raum, vor allem auch Polly. Wow, was für ein erstaunlicher Papagei. Guten Morgen. Hallo. Er hat mich ignoriert. Wie hast du's vergessen, Mac? Du musst doch erst ihren Namen sagen. Ihren Namen? Polly, wie geht's denn so? Hallo, krächz. Siehst du? Toll, der Papagei heißt also Polly. Papagei, Zeuge Gericht sagt dann zugefügt. Wunderbärchen. Schade, dass sie nur Hallo sagen kann. Die alte Polly kann viele Dinge sagen. Du musst nur die geheimen Wörter kennen. Die geheimen Wörter? Ja, und dann untersuche ich noch den Rest, glaube ich, in diesem Raum, ja. Genau, sieht aus wie eine Küchenzeile. Ziemlich sauber. Komisch, er sieht nicht wie jemand aus, der so viel Wert auf Ordnung legt. Du vergisst, Nick. Er führt ja ein Pasta-Restaurant. Aber natürlich. Das habe ich natürlich vollkommen vergessen. Wow, im Gurzi gibt es viele verschiedene Fische, nicht wahr? Irgendetwas ist komisch, Nick. All diese Fische sind Salzwasserfische. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Sieh mal, Nick, er hat eine Heizdecke auf dem Tisch. Sieht kuschelig warm aus. Das ist eine tolle Idee, das sollten wir im Büro auch machen. Dann können wir dort mit unserem Mandanten gemütlich heiße Schokolade trinken. Und dann über Morde plaudern. Ach, du bist eine echte Spaßbremse, Nick. Ja, das bin ich. Tut mir sehr leid. Wow, er hat sogar einen Fernseher hier drin. Wow, das ist so toll. Wunderbärchen. Ich hoffe... Sieh mal, ein kleiner Tresor. Er ist abgeschlossen. Okay, ich nehme wenigstens diesmal auch auf. Das ist schon mal sehr gut. Wow, er hat sogar einen Fernseher. Okay, das war das, was wir schon mal hatten. Oh yeah. Und wir präsentieren ihm jetzt einfach mal Polly, glaube ich. Ja, wir präsentieren ihm Polly. Nun hör mal zu, Keith. Erinnerst du dich an die dreifarbigen Nudeln, von denen wir gesprochen haben? Unsere Regenbogen-Bioli. Ich habe jetzt die letzte Farbe gefunden. Das ist Wunderbärchen. Indigo-Blau. Das hat nicht ganz so genau hingehauen, wie ich es mir erhofft hatte. Ach, schade. Und jetzt bringt mir erstmal, jetzt probiere ich alles durch. Allerdings bringt mir dies nicht, weil er mir immer das gleiche sagt, bevor ich checke, was ich eigentlich machen muss. Aber da kommen wir noch drauf, natürlich. Und ich denke, ich weiß warum. Weil ich in den Taskmanager musste, weil mein CPU ausgelastet war. Denke ich, da hat irgendwas mit Order City nicht hingehauen und ja, das tut mir sehr leid, dass das jetzt alles gesinkt wird und vielleicht nicht immer alles passt. Also tut mir das wahnsinnig leid, aber das kann ja mal vorkommen, das passiert im Besten, nicht wahr? Und da checke ich irgendwann, ja, da bringt dir alles nichts, du musst einfach mal in die, ja, okay. Du musst einfach mal in die Reden-Dingsbums und dann steht da auch Polly, aha. Ach, mein Gedächtnis ist in letzter Zeit schlechter geworden. Deswegen sage ich alles Wichtige meiner Polly dort. Alles Wichtige? Ich frage mich. Polly, wie lautet die Kombination vom Tresor?
1, 2, 2, 8, gerechts. Ja. Jawohl. Hey, Polly, pass bloß auf, okay? Hey, hey, siehst du, Nick, man muss nur ein bisschen gewieft sein. Und hier irgendwo leckt es ein bisschen und wie ein Verbrecher denken. Schnell, Nick, schreib die Kombination auf. Hey, hey, verwickle mich bloß nicht in deine Raubzüge. Und hier wird's etwas langsamer und ja, das lag irgendwie am Programm, das auf war, im Hintergrund lief. Ganz komisch auf jeden Fall, tut mir sehr leid, dass das wiederholt werden muss, aber ist auch wurscht. Ich probiere jetzt ein bisschen was zu untersuchen, was mir allerdings nicht viel bringt. Von daher, ja, da dachte ich, ich könnte jetzt was mit dem Tresor anstellen, aber das war wohl nicht der Fall. Von daher gehe ich, glaube ich, gleich wieder an dir, die Präsentieren-Analyse oder an die Reden-Analyse. Nee, ich gehe. Ja, da wurde es mir zu viel und da bin ich dann mal kurz in den Taskmanager gewechselt. Und ich schätze, da hat dann die Aufnahme abgebrochen, irgendwie. Why ever? Ja, von daher würde ich sagen, dass mir das sehr leid tut und dass ich probiere, das zu verhindern, dass ich noch einmal irgendwann in der Aufnahme in den Taskmanager muss. Boah, das ist etwas nervig und jetzt hängen wir etwas länger an diesem einen Bild hier. Keine Ahnung, ob man gleich was sieht. Ich sehe ja gerade selber das Video. Aber man sieht scheinbar nichts, dass ich in den Taskmanager gehe. Ihr wisst es jetzt aber. Mohaha. Da bin ich übrigens später noch ein zweites Mal hingegangen. Und jetzt habe ich mir überlegt, präsentieren wir ihm etwas. Und zwar habe ich ihm den Papagei präsentiert, warum auch immer. Nun hör mal zu, Kies, änderst du dich, bla bla bla. Okay. Und jetzt komme ich, glaube ich, gleich auf die Idee, ihm das Richtige zu präsentieren. Nein, ich komme erstmal auf die Idee, überall rauszugehen und reinzuwechseln. Und ich glaube, da bin ich wieder jetzt aus Versehen in die Hütte reingegangen, was ich gar nicht wollte. Was aber allerdings doch passiert ist, aber dann ist mir noch eingefallen, können wir noch über was reden, aber das war wohl nicht der Fall. Also dachte mir, ich untersuche nochmal etwas, was gar nichts bringt, denn... Polly, Polly, wie heißt du? Polly, gerechts! Hihihi, süß. Maya hat eine neue Freundin. Oh ja, yeah, das hat sie, das ist doch wundervoll. Das ist wundervoll. Und wir bewegen uns jetzt doch tatsächlich aus dem Bootsfall heraus. Und ich glaube, ich wollte zur Strafanstalt. Ja, und ich gehe natürlich wieder in die Hütte rein, was ich gar nicht wollte. Und ich glaube, wir wollen uns jetzt zur Strafanstalt oder zur... wie heißt es? Zum Kriminalabteilung begeben. Was allerdings gar nichts bringt, da da gar nichts los ist. Kann ich direkt mal vorweg sagen. Außer, dass Gams schon nicht da ist in der Kriminalabteilung. Und ich glaube, zu Grossbergs Büro gehe ich auch noch. Aber ich will euch nicht spoilern. Spoiler, Spoiler, nur... Kriminalabteilung. 26. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Da dachte ich, jetzt passiert irgendwas, aber gar nichts. Inspektor Gamschau ist nicht da. Jetzt, wo du es erwähnst, wollt ihr nicht zu einer Besprechung gehen? Ach ja, stimmt, dann kommen wir später nochmal. Ja, das hat wohl nicht so ganz geklappt, oder meine Idee ging wohl nicht so ganz auf. Von daher ging ich jetzt in die Anwaltskanzlei Grossberg, wo allerdings auch nicht viel los ist. Also habe ich mir überlegt, gehe ich doch nochmal zurück in die Strafanstalt oder in die, und jetzt gehe ich, glaube ich, wieder zurück zum Gurtse. Zum Gurtse. Gurtse. Hört sich an wie Hoche. Gurtse. Ja, genau so ist es. Und wir reden natürlich mit Batz. Nee, wir reden nicht mit Batz. Wir wollten mit Batz reden. Ja, zum Wald gehe ich gar nicht erst, weil ich dachte, nee, da wird eh nichts sein. Und da ist auch nichts, kann ich direkt mal vorwegnehmen. Allerdings ist mir jetzt, glaube ich, eingefallen, was ich ihm präsentieren kann. Nämlich, ich präsentiere ihm jetzt einfach den Autopsiebericht. Nee, den Autopsiebericht bringe ich ihm nicht, sondern ich präsentiere ihm das Foto. Ja, okay. Okay, das war doch nicht ganz richtig. Ach, jetzt weißt du wieder, ich präsentiere ihm die Anwaltsmarke. Ja, genau so war's. Ist das eine Anwaltsmarke? Ja, ja, genau. Ich glaub das nicht. Dieser alte Knacker ist die erste Person, die meine Marke erkennt. Ich verstehe. Hä? Upp, jetzt durchschaue ich sie. Sie sind nicht Kies. Nick, das ist unsere Chance, die Sache klarzustellen. Mein Herr. Nein, ich bin nicht Kies.
Und ich bin auch nicht Mac. Wir untersuchen den Mord, der neulich nachts auf diesem See passiert ist. Bitte helfen Sie uns. Ein Anwalt, hä? Bitte, mein Herr. Nun gut, ich werde Ihnen helfen. Aber nur in deiner Bedingung. Die da wäre? Wenn dieser Fall erledigt ist, übernehmen Sie die Seenudel. Und da habe ich es ihm versprochen. Okay, wir versprechen es. Nick, bist du ja sicher? Ja, alles nur um diesen Fall zu lösen. Nun, wer würde sich denn schon Phoenix Nudeln entgehen lassen? Nun, vielleicht. So ist richtig, mein Junge. Gut für dich, Kies. Moment, habe ich nicht eben gesagt? Für dich auch, Mac. Ja, ja. Hehehe, ihr rührt euren alten Vater zu Tränen. Wisst ihr, nun, was war das, was ihr... Sag schon, Polly. Hallo, hallo, Christ. Er spricht wieder mit dem Vogel. Wie bringen wir ihn nur dazu, mit uns zu sprechen? Wir zeigen ihm jetzt das Foto. Eins der Fotos, glaube ich, oder? Reden wir mit ihm? Nein, wir zeigen ihm gleich eins der Fotos und dann reden wir mit ihm. Was natürlich eine wunderbare Situation für uns ist. Jupp, das habe ich gesehen. Sie wissen etwas darüber, mein Herr. Kies. Ja? Ist schon okay, sag einfach Papa zu mir. Papa, weißt du etwas darüber? Jupp, vorgestern Nacht, draußen auf dem See. Ja. Ich weiß alles darüber, ich hab's gesehen. Was? Sag uns, was du gesehen hast. Nun gut, da ihr jetzt den Laden übernehmt und so. Da kam ich nicht drauf, was ich machen musste. Hab ihm einfach die Pistole präsentiert, was ihm gar nichts gebracht hat. Was ihm einfach nur wieder zum Einschlafen gebracht hat, was natürlich sehr wundervoll ist. Aber natürlich ist mir dann was Besseres eingefallen, nämlich... Ich hoffe, das passiert gleich. Nein, nicht das zweite Seefoto, das ist nicht das Bessere, was mir eingefallen ist, sondern gleich fällt's mir ein. Ich bin ja nicht ganz blöd, sondern nur bescheuert. Und Polly? Hier ist der einzige Freund, den ich auf dieser Welt habe. Stimmt doch, Polly. Hallo, hallo, Christ. Jupp. Na gut, das ist nicht unbedingt die glorreichste Idee gewesen, sondern... Na, kommst du jetzt mal auf die richtige Idee, du Schwachkopf, Lasti? Nein, und nicht an der Psi-Bericht, er ist eingeschlafen, halt die Schnauze. Mensch, Plasti, bist du denn blöd? Jetzt rede. Mit was sie sahen, na geht doch. Die Uhrzeit habe ich vergessen, aber es war schon dunkel, war wohl schon Nacht, jupp. Es war nach Mitternacht, aber okay. Und da passiert wieder, dass der Text irgendwie nachhängt. Da bin ich dann mal nochmal kurz in den Taskmanager gewechselt. Hab hier geguckt, dass ich Programme, die ich offen hatte, geschlossen habe. Was dann auch im Nachhinein wieder zur Verbesserung führte. Warum auch immer die Texte so nachgegangen haben. Ich hatte keine Ahnung, was genau der Grund dafür war. Auf jeden Fall war ich da kurz im Taskmanager. Dann hörte ich dieses Peng. Also habe ich rausgeschaut. Dann habe ich noch ein Peng gehört. Und da hing sich der Emulator kurz komplett auf. Und die Szene sieht man nicht so ganz. Man hat nur gesehen, dass da wer ins Wasser gefallen ist, scheinbar. Ein wenig später kam dieses Boot zurück. Dann ist ein junger Mann an meinem Fenster vorbeigegangen. Er hat mit sich selbst geredet. Jupp. Was hat er gesagt? Jupp. Hab ich vergessen. Toll. Bis morgen vor Gericht fällt es mir bestimmt wieder ein, versprochen. Wir müssen es aber schon vorher wissen. Weißt du was, hä? Der kleine Terry war gerade hier. Terry? Jupp, der Junge von nebenan, du hast ihn immer zum Weinen gebracht. Erinnerst du dich? Er hatte diesen zerletzten alten Mantel an. Jetzt hat er einen Schnauzer am Gesicht. Er redet wohl von Inspektor Gamshow. Er kam zu mir und hat mir gesagt, ich soll morgen zum Gericht kommen. Wirklich? Hab den Eindruck, als würden wir aus diesem Kerl kaum was Brauchbares rauskriegen. Maja, vielleicht sollten wir lieber gehen. Ich glaube, du hast recht. Ach, einen Moment noch. Eine Frage hätte ich noch. Hä? Polly, haben wir etwas vergessen? Krechts! Vergiss sie nicht. Die Gesicht. Sag's krechts. Hä? Was?
Was hat sie da gerade gesagt, Nick? Nochmal, Polly. Vergessen Sie nicht, DL6 rechts. Was? Der Fall DL6? Und damit habe ich mich verabschiedet und tue es auch dieses Mal. Das finden wir im nächsten Part heraus. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, kommentiert, teilt das Video und wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und werdet Teil meiner Community und abonniert mich, wenn es euch gefällt, was ihr hier seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kopski, euer Flass TV.